Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne. Herzlich willkommen zu diesem Ausblickvideo hier auf dem Seekrauts-Kanal. Schön, dass ihr dabei seid. Wir wollen euch zwei Schiffe zeigen, die World of Warships vor kurzem vorgestellt hat. Und außerdem wollen wir uns mit panzerbrechenden Raketen, die es in einem geschlossenen Supertest sind, ein bisschen auseinandersetzen und ein paar Gedanken dazu austauschen. Fangen wir zuerst mit der Champagne an. Ein T8-Schlachtschiff. Ist so ein bisschen die Basis der Alsas. Das erkennt man relativ schnell an dem Rumpf, ne? Es hat zwei Geschütztürme, ein Hauptgeschützturm vorne mit drei Rohren und ein Geschützturm hinten mit drei Rohren. 406 mm Kaliber. Richtig krass. Auf T8 ist das echt eine nice Geschichte. Es wird ein sehr, sehr schnelles Schlachtschiff sein, also Motorboost haben, wie sich das dafür so gehört. Passt ja zu den Franzosen dann auch. Wer weiß, was noch kommt, ob vielleicht auch eine Hauptbatterie-Nachladebooster dabei ist. Das ist nicht bestätigt, das wurde nicht gesagt. Die ganz großen technischen Details, die folgen auch erst noch in einem unserer nächsten Ausblick-Videos, sobald das dann eben verfügbar ist oder bei uns auf der Facebook-Seite. Die Genauigkeit dieses Schiffs soll ziemlich lustig sein. Also den von großen Kreuzern entsprechen. So Alaska, Puerto Rico, Yoshino, Azuma. Große Kreuzer sind dann auch zum Beispiel Kronstadt. Theoretisch auch die Stalingrad ist auch ein großer Kreuzer. All sowas, ne? Ich bin mal gespannt. Ich meine, wir haben hier nur 6 Mumpeln und das verteilt in 2 Türmen. Wird also spannend, wie genau dieses Schiff dann sein wird. Es gibt natürlich auch eine Schattenseite bei diesem Schiff. Und wir haben hier ein Schlachtschiff auf der Stufe 8, aber wir werden nur 25 mm Hauptpanzerung haben. Und das heißt wiederum, mit Bouncen auf der Stufe ist das nicht mehr so gut. Ne? 357 mm kommen da noch nicht durch, aber ab 358 mm ignorieren die Granaten eure Panzerung. Und somit seid ihr relativ leicht Opfer von gut getimten AP-Angriffen, also auch frontal könnte das möglicherweise ein echtes Problem sein. Wir wissen natürlich nicht genau, wie der Panzergürtel aussieht jetzt und so weiter. Müssen wir dann einfach ganz genau schauen, was dann sichtbar sein wird, beziehungsweise wie es dann aussehen wird. Wir sehen hier auch relativ viele Sekundärgeschütze. Schauen wir mal, wie da die Reichweite ist. Vielleicht wird das dann noch so ein Damage-Ausgleich werden von der Sache her, so wie wir das bei manch anderen Nationen jetzt auch mitbekommen haben, wenn die Kanonen nicht reichen, dann bauen sie noch eine Sekundär mit drauf, die eine größere Reichweite hat, so eine Sachen. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Hört sich erstmal interessant an, wie gewohnt, wie gesagt, wenn Daten da sind, gibt es die Daten. Wenn wir sie fahren können, gibt es sie natürlich in unseren YouTube-Twitch-Livestreams auch live zu sehen. Und wir werden da wieder so ein bisschen dran rumbasteln. Das nächste Schiff, was wir euch vorstellen wollen, ist die Roosevelt. Stufe 10 Flugzeugträger mit ganz besonderen Eigenschaften. Da haben sich echt was ausgedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich jetzt erstmal super interessant bei dem, was ich da so gehört habe. Sehr viele Trefferpunkte sollen die Flugzeuge haben, dafür aber recht langsam sein. Also ich sag mal so wie die britischen Flugzeuge, muss man sich das wahrscheinlich von der Grundcharakteristik vorstellen. Die haben ja auch relativ viele Trefferpunkte, sind aber dann recht langsam. Nächster Punkt ist, zwischen den Angriffen brauchen die Flieger 25 Sekunden. Also die fliegen an, schmeißen ihre Torpedos oder was auch immer ab. Was sie dann als Bewaffnung haben werden, ist nicht ganz klar. Und dann müssen sie 25 Sekunden Cooldown abwarten, bis sie wieder angreifen können. Das macht es also ganz irgendwie anders. Ja? Ihr könnt mir, so wie die Daten hier sehe, oder das, was sie gesagt haben, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das so eine Art Testflugzeugträger ist für zukünftige Gameplay, um sie weniger gefährlich gegen die Ds zu machen, zum Beispiel. Ja? Denn diese Flugzeuge werden eine Reparaturmannschaft haben, die sehr, sehr schnelle, also sehr, sehr, sehr schnell bereit ist, also sehr geringen Cooldown hat, die sehr lange repariert, aber wenige Trefferpunkte pro Sekunde, so habe ich es verstanden, wiederherstellen wird. Und ganz, ganz entscheidend ist, damit könnt ihr keinen Anflug machen, also angreifen und dann die Reparaturmannschaft drücken, um im Angriff länger zu überleben. Weil ihr könnt eure Flugzeuge nur reparieren, wenn ihr nicht im Flakfeuer seid. Also quasi
auf dem Weg zum Flugzeugträger, vom Flugzeugträger weg, oder ihr müsst eben rausfliegen aus den kompletten Flakzonen und dann da eure Kreise drehen. Dann wird die Reparaturmannschaft quasi eure Flugzeuge wieder aufbauen von den Trefferpunkten her und dann könnt ihr den nächsten Angriff machen. Ist auch logisch, warum dann zwischen den Angriffen 25 Sekunden sind. Und das ist so das, was wir an Schiffen für euch haben, an Informationen. Wie gesagt, wenn da detailliertere Informationen verfügbar sind, bekommt ihr sie definitiv hier bei uns. Und dazu passt jetzt eigentlich auch, dass wir über panzerbrechende Raketen gesprochen haben. Ich bin mal gespannt, ob wir die vielleicht auf diesem Flugzeugträger sehen. Ich bin mir nicht 100%ig sicher, ob sie dafür vorgesehen sind oder eben vielleicht auch überhaupt nicht. Vielleicht ist es auch ein ganz unabhängiges Projekt von diesem Flugzeugträger. Aber es wird eine geschlossene Testserversitzung geben, wurde heute verlautbart, mit panzerbrechenden Raketen. Und Details dazu gibt es auch im Moment noch nicht, sondern die genauen Daten werden nach einer erfolgreichen Sitzung geteilt. Also wenn man zufrieden ist mit den Ergebnissen, dann wird man uns genauere Daten mitteilen. Die Panzerungsdurchdringung wird unabhängig sein, von wie weit ihr diese Raketen auf eure Ziele abschießt. Das ist also quasi so wie bei den Bomben so ein bisschen. Da hat quasi die Fallhöhe auch nicht so einen großen Impact. Da ist zwar einer da, aber nicht so stark. Und es wird auf der Stufe 10 wohl der Panzerungsdurchdringung von ungefähr 203 mm Kaliber Granaten entsprechen. Das ist schon mal nice to know. Warum kommen denn jetzt so eine AP-Granaten möglicherweise? Ich nenne sie jetzt einfach mal nicht AP-Granaten. Das war sozusagen aus der Gewohnheit gesprochen AP-Raketen. Warum kommen die? Natürlich, weil die aktuellen Raketen eigentlich zu viel Schaden auf Zerstörern machen. Mit 2-3 guten Angriffen kann man einen Zerstörer rausnehmen. Wenn er sich nicht in der Nähe von seiner Truppe aufhält, dann kann man, und er sich nicht vernünftig wehren kann, weil er keine gute Flak hat, ist der ruckzuck weg. Ich glaube, das ist für World of Warships ein Ticken unzufrieden oder unbefriedigend, dass das so ist. Und mit AP-Raketen würde man eben überpenetrieren, also durchschlagen, ne? Und dann nur 10% des Gesamtschadens der Rakete überhaupt machen. Die Raketen werden wahrscheinlich dann auch nicht so viel Alpha-Damage haben, weil sie ja einer 203 mm Granate entsprechen. Ja, müsst ihr mal, ob das jetzt ausgerechnet dann Hindenburg AP-Schaden sein wird mit, ich glaube, 5900 oder sowas, glaube ich jetzt auch nicht. Das wird sich halt irgendwo da vermitteln. Das Hauptziel dieser Raketen werden wahrscheinlich Kreuzer sein, mit denen ihr die Zitadelle wohl treffen können sollt. Ja, kommt wahrscheinlich auf den Winkel drauf an. Wenn ihr von der Seite anfliegt, möglicherweise geht das dann. Ich weiß auch nicht, ob die da irgendwie abprallen können. Ich vermute ja. Ja, die AP-Bomben können das ja auch. Von daher ist tendenziell durchaus möglich, meiner Meinung nach. Und auf Schlachtschiffen könnt ihr die Zitadelle generell nicht treffen. Also, es wird wahrscheinlich irgendein super weiches Schlachtschiff möglicherweise sogar mal geben. Wer weiß das schon. Aber prinzipiell sind die Kasematten euer erstes Ziel bei Schlachtschiffen. Mit diesen AP-Granaten. Ich sage immer Granaten, es sind ja Raketen in diesem Fall. Sorry dafür. Aber ja, da kann man wirklich sehr gespannt sein, wie sich die ganze Geschichte entwickelt. Also, ich halte davon erstmal einiges, weil klar kann man damit Kreuzer anfliegen, aber Kreuzer haben auch die meiste Flugabwehr, sind meistens in einem Verband unterwegs, da ist die Flugabwehr nochmal stärker. Ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich interessant ist. Und man darf auch nicht vergessen, die 203 mm vom Schaden her, also das hatten sie ja verglichen, die 203 mm Geschosse entsprechen so ein bisschen dem Schaden, den die Raketen möglicherweise machen. Das ist nur auf der Stufe 10 so. Auf der Stufe 8 und 6, wenn denn da überhaupt solche Raketen kommen würden, ja, dann wären die Schäden da wahrscheinlich geringer. Was man jetzt noch sagen kann, ganz, 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 ganz wichtig, bevor ihr loskommentiert und vielleicht auch sauer seid und so. It is work in progress und auch diese Raketen sind noch nicht mal irgendwie für Kontributoren oder für irgendjemanden besonders zu testen, sondern es ist eine geschlossene Testsitzung. Ja, das heißt, das macht World of Warships Wargaming intern. Das kann also sein, dass das ganz, ganz anders kommt oder gar nicht kommt oder wie auch immer. Und das nächste, was ich euch noch mit auf den Weg geben will, für beide Schiffe ist aktuell nicht bekannt, wie die irgendwie mal ins Spiel kommen sollen oder könnten. Ne? Also auch ein ganz wichtiger Punkt, den ihr im Hinterkopf bewahren solltet.
Und das war's, was ich euch in diesem Ausblick-Video so ein bisschen mit auf den Weg geben wollte. Vielleicht habe ich eure Fantasie angeregt. Wenn dem so ist, gerne in die Kommentare. Solltet ihr unseren Kanal noch nicht abonniert haben, dann gerne Abo klicken, gerne die Glocke drücken, Daumen nach oben da lassen, wenn das Video euch gefallen hat. Und wie gesagt, schaut auch gerne bei unserer Facebook-Seite vorbei. Da habt ihr dann immer die aktuell auf Deutsch übersetzten super Testartikel und so eine ganzen Geschichten dabei. Und ja, ich sage einfach danke für eure Zeit. Bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Livestream hier auf dem YouTube-Kanal. Euer Seekrauts-Team, euer Andi. Ciao, ciao.